gut ans erste Entwicklungsgespräch von meiner Tochter erinnern. Judith und ich, wir hatten ein paar Tage vorher so eine Diskussion darüber, dass wir auf unsere Sprache achten sollten in ihrer Gegenwart. Wir, hieß in dem Fall ich. Und ich bin natürlich in so eine Gegenhaltung gegangen, habe gesagt, Quatsch, ist viel zu jung, die kriegt man gar nichts mit. So, im Kindergarten angekommen, begrüßt uns die Erzieherin, sagt, Herr und Frau Klapp, schön, dass Sie da sind. Wir fördern hier das Individuum. Das nennen wir positive Pädagogik. Und das Positive ist, Ihre Tochter erweitert ihren Wortschatz. Allerdings sind die Wörter hier in der Einrichtung nicht so gängig. Ich dachte mir, meine Tochter bringt hier neuen Flow rein, ist doch geil. Judith sagte ganz leise, ich hab's dir doch gesagt. Wenn sie schon so anfängt zu singen, ist scheiße. Und jetzt wieder macht er weiter. Herr und Frau Klapp, hier habe ich das Sprachlern-Tagebuch dabei. Da schreiben wir alle neuen Wörter rein, die ihre Tochter lernt. Am 2.5. sagte ihre Tochter ihren ersten Drei-Wort-Satz. Meine Frau sagte, ach wie schön. Die Erzieherin sagte, sie haben ihn noch nicht gehört. Ich sagte, das ist ja sogar ein Sechs-Wort-Satz. Am 2.5. sagte ihre Tochter, halt die Fresse. Ich sagte, ach wie schön. Meine Frau sagte, Archie, die Erzieherin, es geht noch weiter. Am 5.8. sagte ihre Tochter zu einem anderen Kind, hör auf, du Spacko. Ich sagte, also das Positive ist, die Grammatik war richtig. Herr Klapp, wissen Sie überhaupt, was ein Spacko ist? Ich sage, ja klar, Halbgescheiter, Armer im Geiste, wie sagt man noch, Erzieher. Und in dem Moment war das Entwicklungsgespräch beendet für mich. Ich bin dann nachher mit Judith schweigend nach Hause gelaufen, habe zu Hause freiwillig meinen Hauptwohnsitz ausgeklappt. Am nächsten Morgen hat mich meine Tochter geweckt mit den Worten, guten Morgen, du Spacko. Ich sag, halt die Fresse.